Leute, ich bin so ein Brain. Hier zeichnet es jetzt auf. Ja, ich habe zumindest einen Ausschlag, also nicht auf der Haut, auf meinem Tonaufzeichnungsgerät. Ich habe nämlich eben schon mal eine Stunde mit euch gequatscht und wollte jetzt das Video schneiden und stelle fest, hu, gar kein Ton. Trotz vorhergehenden Tests. Die Testaufnahme hat funktioniert. Was auch immer da jetzt wieder war. Ich habe jetzt quasi die Ka den Kameraton als äh, Backup und zeichne hier quasi nochmal den Ton auf, weil ihr seht, ich sitze im Keller und hier habe ich quasi noch nicht so richtig einen Videoarbeitsplatz eingerichtet. Das wird kommen, sobald ich hier das Büro einrichte, weil das zieht ja nach hier unten. Oder zumindest, wenn ich es hier neu einrichte, weil im Moment ist es alles noch arg beengt und noch nicht so optimal. Das wird sich ja hier unten im Keller alles noch verändern. Der Videoarbeitsplatz kommt ja nach unten, das habe ich euch ja schon erzählt. Ja. Und es kommen auch wieder gelbe Kisten nach hier unten. Das war Deutsch nach hier unten. Also es kommen wieder gelbe Kisten hier runter, weil wir haben natürlich nicht alles verkauft, aber Ganz kurzes Resümee. Es war Flohmarkt am letzten Wochenende. Ich habe die letzten drei Wochen als Kellerassel verbracht und zwar durchgängig inklusive Sonntagen. Habe ich hier unten gesessen und habe gearbeitet und habe den Flohmarkt vorbereitet und ich habe es wirklich fast bis auf die letzte Minute ausgereizt. Ähm am Freitag vorm Flohmarkt, am Samstag war ja der Flohmarkt, am Freitagnachmittag 14 Uhr oder so, war ich endlich durch und habe gedacht: So, je, alle Artikel eingespeist, ähm, alle Kisten fertig gepackt. Ich warte jetzt auf den Transport. Natürlich kein LKW, aber Sven hat gesagt: ey, LKW, ne? Da habe ich gesagt: Ja, gut, ich kenne das ja noch aus meiner Kurierzeit im Studium. Ähm, da ist ja auch so ein Transporter mit 7,5 Tonnen schnell mal ein LKW. Ne? Also deswegen habe ich gedacht, die kommen mit einem größeren Transporter. Wir mussten noch ein bisschen was in unser privates Auto einladen, aber Svens Kollege hat am Freitag die ganzen Kisten hier schon mal abgeholt, mit nach Hause genommen und dann haben wir uns am Samstag früh da getroffen. Er hatte am Freitag schon die Paletten grob hingestellt. Da kann ich euch mal ein Bild einblenden, wie das Ganze am Freitagabend aussah. Ich blend euch auch noch Bilder ein, wie es dann am Samstagvormittag aussah. Und ja, dann, ich gucke hier mal gerade, weil ich da noch im, in der Werkstatt oben, ich habe hier meinen Bildschirm, den großen gelben Stapel sehe von den Kisten, die wir wieder mitgebracht haben. Aber... Ich muss euch ganz ehrlich sagen, erstens hatte ich ein bisschen die Arbeit unterschätzt. Ich hatte zwar gesagt, ja, das wird jetzt meine Arbeit für den Sommer, aber Leute, machen wir uns nichts vor. Unter Druck arbeite ich am besten. Und natürlich kommen immer noch so, wenn man noch viel Zeit hat, kommen natürlich immer noch andere Sachen, die man noch mal reinschieben kann. Aber irgendwann ist dann der Punkt erreicht wo man sagt, jetzt kann ich links und rechts nichts anderes mehr machen, weil jetzt muss ich das, jetzt drückt der Termin, jetzt muss ich das echt so rankriegen. Und ich habe tatsächlich gedacht, ich schaffe es in 14 Tagen, aber ich habe tatsächlich drei Wochen gebraucht. Ich habe den Arbeitsaufwand ein bisschen unterschätzt, habe es aber hingekriegt. Klar. Irgendwie, aber es musste vieles anderes liegen bleiben. Das ganz kurz vorab. Also ich habe noch einige E-Mails zu beantworten. Das kommt alles mit der Zeit. Ich bin heute den ersten Tag wieder im Job. Ich habe jetzt am Sonntag und gestern am Montag einfach mal eine Auszeit gebraucht, weil ich war so Ratten kaputt. Ich war so durch. Ähm, ja, wie gesagt, am Freitag war ich fertig und dann konnte ich noch das Abschlussposting machen, wo ich euch gezeigt habe, wie viele Kisten das sind. Und ähm, ich bin da echt nicht stolz drauf, aber vielleicht könnt ihr euch auch eine Vorstellung dann davor machen, in welcher ohnmächtigen Position ich war mit diesem ganzen Zeug. Ich bin immer nach Hause gekommen und habe gesagt, das ist so viel, das ist so viel, das ist so viel. Und ich muss sagen, ich wäre nicht so gut durchgekommen, wenn wir nicht zwischen Weihnachten und Neujahr im letzten Jahr schon so viel Vorarbeit geleistet hätten. Da haben wir ja mit meinem Neffen und seiner Verlobten. Sven und ich hier einen Arbeitseinsatz über mehrere Tage gehabt und haben erstmal sondiert und Kisten gepackt und Kisten katalogisiert. Das heißt, wir haben die Kisten nummeriert und dann in einer Liste festgehalten, was sich in dieser Kiste befindet, damit ich jetzt mich hinsetzen kann und sagen kann, ich nehme mir das die Kiste 1 vor und gucke, wo ist da äh, noch eine Stanzform und in welcher Kiste befindet sich die Stanzform. Das war tatsächlich ein bisschen schwierig, das haben wir nicht so richtig hingekriegt. Weil der letzte Flohmarkt war vor der Pandemie, also 2019 oder so haben wir den letzten Flohmarkt gemacht. Der war vor der Pandemie und in der Zeit sind so viele Produkte hier in den Kisten zusammengekommen, dass ich das nicht mehr hingekriegt habe. Welche Standsform gehört denn jetzt eigentlich oder gehört überhaupt eine zu dem Stempelset? Also habe ich mir meine Katalogkiste genommen, habe mir meine alten Kataloge genommen, Katalog aufgeschlagen, durchgeblättert und dann wusste, also ich wusste relativ sicher, welche Stempelsets ich habe. Bei manchen habe ich auch einfach noch mal in der Liste geguckt. Da konnte ich nämlich dann den Namen der Stempelsets in meine Liste eingeben, in die Suchfunktion. Und dann hat es mir ausgespuckt, A ist in Kiste 6. Das heißt, ich habe mich dann hier auch schön breit gemacht mit den Kisten, dass ich wenig, mög, möglichst wenig hin und her stapeln musste. Und dann bin ich wirklich so Katalog für Katalog durchgegangen. Es wurde dann in der letzten Woche ein bisschen einfacher, weil je häufiger man durch die Stanzform geht, desto mehr hat man im Kopf A, die hast du schon gesehen, die hast du schon gesehen oder aber in der Kiste habe ich ein Stempelset gesehen, wo ich wusste, ah, da in der Kiste ist auch die Stanzform dazu, so dass ich da parallel immer schon arbeiten konnte. Aber es hat tatsächlich drei volle Wochen, volle Wochen, also sieben Tage, mindestens acht Stunden am Tag, hat es gebraucht, diese Kisten oder diese Produkte zusammenzuführen. Und da hatte ich tatsächlich ein bisschen Termindruck und ich war ganz froh, dass meine Steuerberaterin gesagt hat: Hier kommt Frau Grape. Ich gebe dir nochmal zwei Wochen mehr Zeit für die Unterlagen, die ich brauche. Die muss ich nämlich jetzt in den nächsten 14 Tagen zusammensuchen. Ich trinke mal eben einen Schluck. Weil eigentlich wollte ich ja jetzt schon schneiden. So. Und irgendwie kratzt mich mein Mikrofon. Falls es jetzt geraschelt hat, tut es mir leid. Das ist mein Mikrofon. Ja. Dann habe ich in diesen drei Wochen ja parallel auch noch meinen Teststrick für die jontesocken socken äh, losgejagt. Habe da also Teststricker äh, den Aufruf gemacht und auch äh, Teststricker gesucht, ausgefüllt, äh, ausgesucht eine Gruppe eröffnet und habe denen dann auch die Anleitung, die habe ich, die Videos dazu habe ich auch nochmal fix gemacht, damit die nämlich jetzt schon parallel in den testtrick gehen können, weil im Oktober zum Soktober soll mein, sollen mein erstes Sockendesign online gehen. Das ist Thema Frau Lü, das ist jetzt nicht unbedingt hier für den, aber das lief halt auch noch parallel. Und dann, pünktlich zum Katalogstart, wollte ich meine Website aktualisieren, Katalog online einpflegen und sowas alles. Da bin ich noch nicht mal in meinen Admin-Bereich gekommen. Dann hat es wieder ein irgendein automatisches Update gegeben, was mit einem PayPal-Plugin nicht funktioniert hat. Das hat was mit der Zahlungsfunktion, also die, diese, diese Problematik hatte was mit den Zahlungsfunktionen in meinem Kiosk zu tun. Und ich bin wahnsinnig geworden, weil ich bin nämlich noch nicht mal in meinen Admin-Bereich gekommen. Das heißt, ich musste mühevoll in die Datenbanken und ich bin ja kein ITler, ne? Ich habe mir das ja auch alles nur selber beigebracht, beziehungsweise muss immer irgendwelche Tibble-Tabeltur-Anleitungen dann machen. Das hat mich auch noch mal so vier bis fünf Stunden gekostet und Nerven obendrein und das wo man dann eh keine Zeit hat. Ne? Also es gab halt auch noch ein paar Sachen nebenbei, die dann dringend waren, wirklich dringend. Und ja, aber wie gesagt, wir haben die Kisten geschafft. Ich habe euch, Entweder am Anfang oder ich blende es euch hier mit ein. Mein Video eingeblendet. Da ist Sven mal so quasi die, die ganze Flohmarkt Meile lang gegangen und hat mal das abgefilmt, dass ihr eine Vorstellung davon bekommt, wenn ich von Massen spreche, was für Massen das tatsächlich sind. Und ähm, ich war Freitagabend wirklich. Oh, die, die ganze Woche ging das schon, weil immer wenn ich ein Posting gemacht habe, und Sven hat mal gesagt, mach noch mal ein Posting, mach noch mal eine Erinnerung, weil es schrieben immer nur die drunter, die nicht kommen können. Wenn jetzt alle die, die da waren, drunter geschrieben hätten, ich komme, wäre wär ich viel entspannter an den Tag gegangen. Ich habe so Angst gehabt, dass niemand kommt, dass wir diese ganze Arbeit haben und niemand kommt. Und ich habe immer zu Sven gesagt: Was machen wir, wenn niemand kommt? Was machen wir, wenn niemand kommt? Und er dann so, ah, wird schon, wird schon, wird schon. Aber am letzten Tag fing er selber an, was machen wir, wenn niemand kommt? Und ich dann sagte, das ist genau das, was ich brauche. Ne? Dann sagte mein Neffe, Mal ganz ruhig. Mein Neffe und meine äh, anverlobte Nichte waren auch wieder da. Die waren schon seit Donnerstag da. Zum Glück, die haben uns wahnsinnig unterstützt. Und ich, hab, ich, ich staune immer wieder über meinen Neffen, ne, der dann so auch die, die Kunden betreut hat und mit denen da gequatscht hat. Also es war super. Und dann äh, sagten die dann so: es schreiben immer nur die, die nicht können. Die, die können, schreiben da nicht runter, weil die kommen ja eh. Und äh, dann waren wir am Samstag, wie gesagt, haben wir ja morgens dann aufgebaut. Wir hatten äh, das Gelände auch noch abgesperrt, damit wir wirklich in Ruhe ab aufbauen können. Weil bei dem letzten Flohmarkt, den wir hier gemacht haben, mussten wir die Kisten von drinnen noch nach draußen räumen und dann standen uns die Kunden schon immer mit dazwischen. Und man möchte das ja auch in Ruhe aufbauen und dann den Startschuss geben. Und wir hier hätten wir das. Nie und nimmer, wenn ihr diese lange Reihe seht von den Paletten und diese Masse von Kisten, seht, könnt ihr euch das vielleicht vorstellen. Das hätten wir hier und nie und nimmer bewerkstelligt bekommen, schon gar nicht mit der Baustelle vor der Tür und mit diesem kleinen Laden und kein vernünftiger Kassierbereich und dies und das und jenes. Dann hatten wir das aufgebaut und dann habe ich noch mal kurz mein Kassensystem in Gang gekriegt, noch mal einen Stresstest gemacht und Bums. Die Artikel, die wir am Freitag noch eingepflegt haben, wo der Datenimport so super funktioniert hat hat es mir immer angezeigt mit dem Barcode-Scanner, Artikel nicht gefunden, Artikel nicht gefunden. Und dann bin ich in den Artikel reingegangen, da hat es die Artikelnummern nicht mit rübergezogen. Und das ist natürlich doof, wenn die Barcodes die Artikelnummern ausweisen. Ne? Kann das natürlich nichts lesen. Dann bin ich nochmal so panisch und so aufgescheucht und so stressig. Gott sei Dank hatte ich meinen Laptop mit und wir waren in dem WLAN, so dass ich auch auf unsere Cloud gut zugreifen konnte. Habe ich da nochmal die Artikel eingespielt, nochmal einen Stresstest gemacht, dann lief der Scanner erst nicht. Dann habe ich die Systeme runtergefahren, wieder hochgefahren. Scanner funktionierte, Kartenterminal funktionierte, alles super. Auch am, beim ersten Kunden funktionierte das noch. Und dann streikte mein Scanner. Also der funktionierte, aber irgendwie nicht zusammen mit meinem Kassensystem. Ich hätte wahrscheinlich das System wieder runterfahren müssen, aber ich kann nicht nach jedem Kunden das System runterfahren. Das ist guter Rat teuer und dann habe ich gedacht, jetzt hast du dir diese ganze Arbeit gemacht mit den Barcodes und das, du kannst damit nichts anfangen. Vor allen Dingen, ich habe den Kassiervorgang begonnen kurz nach zehn, den ersten und habe dann bis halb zwei durchkassiert. Ich habe nicht hochgucken können, ich habe kaum mal was getrunken. Das ging wirklich bis halb zwei durch. Ich hätte da noch nicht mal mein System überprüfen können. Wir haben es dann manuell gemacht. Da hat mich dann Tina zum Glück unterstützt. Tina kennt ihr ja alle von meinen Live-Videos, sie war mit dabei. Und es war bis zuletzt nicht klar, ob sie kommen kann, weil da auch private Termine waren. Genauso wie meine Katrin, meine Schwester am Herzen. Als die um die Ecke kam mit einem Stück Kuchen, äh, bevor der Flohmarkt losging, mir fiel so ein Stein vom Herzen, so allein von der moralischen Unterstützung her. Ne? Also, wie gesagt, Tina hat mich unterstützt. Wir haben das da gewuppt. Ähm, die sind jetzt halt immer ind individuelle Beiträge als Artikel ausgewiesen in den Quittungen. Aber so wird besser so, als dass das Kartenterminal für die Kartenzahlung nicht funktioniert hätte. Insofern haben wir das einfach mal so gemeistert mit Humor gesehen. Und ja, ist halt so. Ne? Das ist dann Live-Betrieb. Das werde ich dann halt sehen müssen, wenn ich das Lädchen hier mache, wie das funktioniert, was das Problem war. Ich konnte es in dem Moment nicht äh, einschätzen. Jedenfalls war es dann auch so, ich habe ja dann noch das Kassensystem eingerichtet und war ja noch so total in meiner Blase und in diesem Stress und diesem, oh Gott, hoffentlich kommt jemand. Und dann bin ich um die Ecke gegangen, um die Kette aufzumachen und da standen so viele Leute. Und Leute, ihr glaubt nicht, was für eine Riesenfreude ihr mir in dem Moment damit gemacht habt, dass ihr da gestanden habt. Und mir fiel so ein Stein vom Herzen. Dass so viele gekommen waren und so viele bekannte Gesichter auch. Kunden, die ich lange nicht gesehen habe. Äh, Bastelkunden von früher, als ich hier noch Workshops gegeben habe. Teammitglieder, die zu, schon nicht mehr Teammitglieder sind, weil sie andere Wege gegangen sind. Oh, es waren so viele bekannte Gesichter und das war so schön in dem Moment. Und dann sind die auch an die Kisten, was sie auch sollten? Und auf einmal war Ruhe. Und man hörte nur noch so ein Rascheln und so ein Klackern, wie sie so durch die Kisten gegangen sind. Und das war ein total cooles Geräusch. Und dann ging es los mit Kassieren. Und Tina und ich haben wirklich, wir haben das da echt gerockt. Und ich bin dankbar über jeden Kunden, der da war, über jeden, der was mitgenommen hat. Und vor allen Dingen bin ich dankbar. Und deswegen schicke ich euch nochmal ein ganz, ganz großes Herz ähm, für eure Geduld in der Schlange. Ihr habt wirklich lange anstehen müssen. Aber ihr habt gesehen, wir haben das nicht aus Jux und Dollerei gemacht. Wir haben schon zugesehen, dass wir so schnell wie möglich abkassieren können. Und ja, alles super. Und auch so, ich bin mit dem Verkaufserlös oder mit dem Verkaufsergebnis, sagen wir mal so, bin ich super zufrieden mit dem Erlös natürlich auch. Aber ich hatte. In meiner Liste, die wir zwischen Weihnachten und Neujahr erstellt haben, was nur Stempelsets und Stanzformen waren, noch nicht mal Handstanzen, 1300 Artikel. Die habe ich natürlich zusammengefügt. Und dann hatte ich ja diese Kisten hier stehen und ich hatte mir natürlich auch eine Liste gemacht mit den Preisen und habe da mal die Summe gezogen. Und letztendlich, wenn ich das so jetzt mal so überblicke, es sind natürlich noch viele Papiere und Handstanzen und so mit dazugekommen, aber roundabout ist die Hälfte weg. Die Hälfte von dem Bestand, den ich hatte, ist weg. Und das ist ein tolles Ergebnis. Was vor allen Dingen weg ist, sind die ganzen großen Designerpapiere. Da ist nur noch eine Kiste, eine Restekiste da. Die hatte ich auch wahnsinnig reduziert. Aber das ist natürlich, diese Kisten lassen sich extrem schlecht stapeln. Weil, wenn da oben das Papier raushängt, kann das nur die oberste Kiste sein. Und die anderen habe ich schon so gepackt, dass ich die gut übereinander stapeln kann, dass sie mir möglichst wenig Platz wegnehmen. Also. Auch wenn jetzt noch ein Riesenstapel da steht, den seht ihr jetzt. Und ich auch das Gefühl hatte, am, am Freitag, als ich hier runtergekommen bin und gedacht habe, so, es ist irgendwie gefühlt gar nichts weg. Es ist, ich habe die Bestätigung, wenn ich meine Listen angucke, es ist so roundabout die Hälfte weg. Und das ist ein tolles Ergebnis. Und deswegen ganz großes Dankeschön, dass ihr da wart und dass ihr den Weg auf euch genommen habt. Und ja, wie geht es jetzt weiter? Ich habe ja, wie gesagt, noch jede Menge da. Und ich weiß auch, beim Zusammenräumen habe ich gesehen, also man hat ja an der Kasse da nochmal gesprochen, da war jemand, der sagte, er suchte das Welleset, wo der Vogel auf dem Poller steht und so, ne? wo ich dann sagte, das ist auf alle Fälle dabei, aber vielleicht ist es schon verkauft oder du hast es nicht gefunden. Als wir zusammengeräumt haben, habe ich es gefunden. So kann ich mir vorstellen, dass das ein oder andere Schätzchen tatsächlich unentdeckt geblieben ist. Und ich habe auch gesehen, dass einige. Mit festen Zetteln gekommen sind, die sich draufgeschrieben ha aufgeschrieben haben, was sie auf alle Fälle suchen möchten. Und deswegen, wir saßen ja dann am, am Samstagabend mit meinen Helferlein, als wir wieder alles zurück in die Werkstatt gebracht haben und aufgeräumt haben, sind wir noch essen gegangen und abends haben wir dann noch, also mein, mein Neffe und seine Verlobte und auch Katrin, die hat ja bei uns übernachtet, wie, wie die Prinzessin noch Erbse, Am Boden haben wir ihr so ein kleines Bettenlager aufgebaut, dass es möglichst weich, möglichst weich hat. Geht ja alles. Für eine Nacht geht ganz vieles. Und da sind wir noch mal so ein bisschen in den Gedankenaustausch gekommen, wie man weitermachen kann. Wir hatten natürlich schon einen Plan, was man machen könnte, weil uns war klar, dass wir nicht alles verkaufen, ne? was man machen könnte. Das wird jetzt unser Plan B bzw. C. Und da kam mir halt die Idee, wenn jetzt von euch auch Fragen kommen, hast du das noch, hast du das noch? Dadurch, dass wir ja die Kisten wieder neu gepackt haben, sind die ja, ist ja in den Nummern nicht mehr das drin, was war. Vor allen Dingen, weil ich auch das alles zusammen ne, bearbeitet und so. Das heißt, ich würde mir ja ohnehin gerne die Kisten vornehmen. Und dadurch, dass jetzt eh alles Barcodes hat und ich ja auch die Listen habe und die mit Funktionen ja auch zusammenfügen kann, das ist ein bisschen äh, administrativer Aufwand, aber das funktioniert auf alle Fälle mit Excel, werde ich mir jetzt eine Kiste. Jetzt aber nicht. Nach dem Urlaub werde ich mir dann eine Kiste nach der anderen vornehmen, die einscannen und dann nachher die Listen synchronisieren, dass ich weiß, was in welcher Kiste ist. Die Kisten bekommen also neue Nummern und ich sehe dann, welcher Inhalt in welcher Kiste ist. Und diese Liste werde ich euch dann zur Verfügung stellen. Aber erst nach unserem Urlaub, ich denke mal, Ende Oktober, da sage ich euch aber nochmal Bescheid. Das ist dann eine Excel-Liste, da könnt ihr die, könnt ihr euch downloaden, da könnt ihr eine Suchfunktion drin starten, wenn ihr spezielle Sachen sucht. Diese Liste stelle ich euch dann zur Verfügung. Ich, ich werde nicht sagen, ich habe sie eingestellt und jetzt könnt ihr gucken, sondern ich sage dann, dann und dann ist die Liste eingestellt. Und dann könnt ihr gucken. Und dann zieht ihr euch einfach die Liste und ähm, guckt, was ihr noch gebrauchen könnt. Da sind natürlich keine Bilder mit dabei. Aber wie gesagt, für diejenigen, die ohnehin schon eine Liste haben, was sie gerne hätten, äh, ist es das vielleicht eine ganz einfache Möglichkeit. Ansonsten könnt ihr euch auch immer den Artikelnamen nehmen in Pinterest äh, eingeben oder auch äh, in der Google-Suche ähm, eingeben und dann seht ihr, welches Set das ist. Dann könnt ihr, dann denke ich, dass ich da nochmal einen ganz Großteil mitkriege. Bitte schreibt mir nicht vorher E-Mails. So von wegen, wenn du das und das und das noch hast. Das kriege ich nicht über den. Das, das kriege ich nicht auf die Reihe. Weil das ist jetzt wirklich etwas, was nebenbei läuft. Und ihr wisst von meinem letzten Vlog, dass ich große Projekte vor mir habe und dass ich das jetzt nur parallel mit laufen lasse und es wird auch so sein, die E-Mails, die dann kommen werden, nach ihrem Eingang bearbeitet. Man hat ja die Signatur, das Datum und die Uhrzeit, so werde ich es auch abarbeiten und wenn in E-Mail 3 ein Artikel ist, den ich an E-Mail 2 1 schon verkauft habe, dann kann E-Mail 3 den nicht mehr kriegen. Das ist einfach so. Aber da gibt es dann nachher den Startschuss und auch das wird ein Paar Tage Bearbeitungszeit jeweils brauchen, weil ich es immer so dazwischen schiebe, wie ich gerade Puffer habe. Ne? Also da liegt nicht mein Hauptaugenmerk drauf, aber ich werde es in der Reihenfolge der eingehenden E-Mails abarbeiten. Und wenn da noch was übrig bleibt oder das nicht funktioniert, dann haben wir noch einen Plan C und dann werden wir sehen, wie wir das dann über die Reihe kriegen. Ich denke auch, dass wir noch mal einen Flohmarkt machen werden, weil es kommen ja jetzt dann nachher beim Katalogwechsel auch wieder Dinge dazu. Und ähm, wenn ich hier nachher Umbau umgestalte, wird mir noch genug in die Hände fallen, von dem ich mich trennen werde. Ne? Also der Anfang ist gemacht und auch die ganze Arbeit, die ich mir gemacht habe, trotz dass das System nicht funktioniert hat mit dem, mit dem Barcode-Scanner, die Arbeit war nicht umsonst, weil das macht es mir jetzt wahnsinnig einfach. Und ich habe einen Status. Das heißt, wenn jetzt der nächste Katalogwechsel ist, packe ich mir gleich die Produktpakete zusammen, dann kriegen die einen Barcode. Und ähm, da ist auch immer auf dem Barcode der ursprüngliche Preis drauf. Und dann kann ich immer noch mal mit dem Tacker lang gehen und sagen, das und das und das und das, das kriegt den und den und den Preis. So viel dazu. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die da waren, an alle, die geduldig in der Schlange gestanden haben. Wir hatten ja fantastisches Wetter. Es war trocken, es war sonnig, es war windgeschützt. Es war total toll. Es war ein richtig schöner Tag, auch wenn der sehr anstrengend war. Ich bin am Sonntag so ein bisschen in ein Loch gefallen und war dann auch echt durch und gestern bin ich dann mal wieder ich muss habe letzte Woche auch auf äh, Sport verzichtet ich habe meinen Friseurtermin vergessen und ähm, ich war gestern wieder beim Sport ich hatte zwar so einen Erschöpfungsmigräne Anfall aber ich habe gedacht so nee und wenn du nur ganz langsam machst und ein paar Bahnen schwimmst du gehst zum Sport und es tat mir auch gut ich war zwar ratzen kaputt abends und ich hätte eigentlich noch einen Tag gebrauchen können aber ich habe noch so viel zu tun bis zu unserem Urlaub. Am 6. Oktober fliegen wir ja für 10 Tage in Urlaub. Wir sind dann aber wirklich 14 Tage, bin ich wirklich auch im Urlaub. Ich habe dann noch einen ähm, Zahn-OP-Termin, weil wir wissen jetzt endlich, was das Problem letztes Jahr war. Das ist die gute Nachricht, die schlechte ist, es wird teuer. Aber ähm, zumindest ist da die Ursache schon mal gefunden. Das werden wir auch nach dem Urlaub angehen. Und dann, ich habe äh, nächste Woche, Ende nächster Woche, habe ich noch einen Termin in Neu-Isenburg bei Stampin' Up, mehrtägigen, mehrtägiges Meeting und ähm, ja, da ist nicht mehr viel dran. Und ratzifatzis Urlaub, Steuer muss ich noch machen, Jahresabschluss braucht der Steuerberater Unterlagen dringend. Und ja, das ist das, was hier so gerade los ist. Wie gesagt, ich bin so heilfroh, dass dieser Flohmarkt angenommen wurde. Ihr glaubt gar nicht, was mir da für eine Last von den Schultern fällt. Ganz kurz, es ist natürlich einiges liegen geblieben. Ich bin dabei, es aufzuarbeiten. Und es kann natürlich noch ein bisschen dauern, so über die Woche sich hinziehen. Ich sehe zu, dass ich die die dringendsten Sachen so schnell wie möglich abgearbeitet kriege. Deswegen auch das Video, dass ihr zumindest schon mal eine Info habt. Mir geht es gut, ich lebe noch, ich bin auch ansprechbar jetzt wieder und ich habe die letzten drei Wochen einfach in einem Tunnel verbracht. Ich war eine Kellerassel und das musste einfach in dem Moment sein, damit wir da. Äh, weiterkommen, weil es hätte ja auch nichts gebracht, wenn ich nur die Hälfte zum Flohmarkt hätte bringen können. Das hätte mir nichts gebracht, weil dann hätte ich jetzt noch mehr Kisten hier stehen. <laughs> ne? Also, ich kann auch keine gelben Postkisten mehr sehen, ich muss es euch ganz ehrlich sagen. Dadurch wird sich auch hier unten natürlich der Umbau noch ein bisschen hinziehen, aber wir werden schon langsam anfangen. Ähm, nach dem Urlaub, denke ich, werden wir anfangen und als erstes den Videoarbeitsplatz nach hier unten ziehen. Da werden wir schon gut mit beschäftigt sein, die Technik wieder zu installieren, dass ich da dann auch Videos weiter drehen kann. Es sollen natürlich hier auch Videos wieder kommen und also Kreativvideos. Das ganz kurz auch nochmal, weil die Frage kam da tatsächlich auch. Das war ein Flohmarkt, kein Ausverkauf. Das war keine Geschäftsaufgabe Ausverkauf, weil ich gebe mein Stampin' Up! Geschäft nicht auf, aber es ist wirtschaftlich totaler Blödsinn, wenn ich 100% meines Augenmerkes weiterhin auf Stampin' Up ausrichte, wenn Stampin' Up nicht 100% meines Bedarfs decken kann, meines Lebens und Lebensunterhaltes. Das ist, ähm, da schuster ich zu, da butter ich zu, dann äh, löse ich Rücklagen auf, ich äh, butter jetzt schon ins Geschäft, das ist aber auch. In einer gewissen Weise oder in einer gewissen Zeitspanne okay. Das ist halt so, das muss man als Selbstständiger immer mal mitkalkulieren, dass es nicht funktioniert und es Monate gibt, wo man zuschustert. Das gehört ganz normal mit dazu. Aber es ist nicht in sich, dass es jetzt, dass ich jetzt sage, das ist jetzt eine Durchstrecke von drei, vier Monaten, sondern ähm, es wird wahrscheinlich äh, eine ganze Weile so gehen. Und da, ich muss einfach wirtschaftlich denken und dann kann ich nicht 100% auf Stampin' Up ver ver vergeuden. Das will ich so gar nicht sagen. Das ist ein falsches Wort und bringt auch Negativität mit rein. Aber ich muss mein Erwerbsleben auf sichere Beine stellen. Und das heißt, ich muss vielleicht auch noch mal was Zweites mit reinnehmen. Das mache ich ja auch. Und das heißt aber auch, dass ich Stampin' Up! nicht zu 100 Prozent so machen kann, wie ich es die letzten Jahre machen konnte. Das ist einfach so. Und... Da muss ich eine Gewichtung finden und das sind halt nicht mehr 100%. Das heißt aber lange nicht, dass ich dieses Geschäft aufgebe, sondern das bleibt als ein Teil meines Erwerbslebens erhalten. Das waren, glaube ich, zu viele Es ist, ist, ist auch egal. Also wie gesagt, ne, das war keine Geschäftsaufgabe Ausverkauf, sondern es war ein Flohmarkt Altbestände Abverkauf. So, so kann man es, glaube ich, ausdrücken. Ja. Und wie gesagt, dann werden wir den, den Videoarbeitsplatz runterziehen. Ich werde meinen Büroarbeitsplatz verändern. Ich bin mir noch nicht sicher, wie. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich den Tisch, der jetzt hier so steht, dann hier herstelle, wo auch das Regal steht. Hier laufen nämlich noch Heizungsrohre lang. Das, was hier so verkleidet ist, sind eigentlich Heizungsrohre. Und da könnte ich den so gerade so drunter schieben. Das mit dem Bildschirm sollte auch funktionieren. Das muss ich aber gucken. Ich habe dann natürlich nicht mehr so ein netteren Hintergrund, sondern man sieht dann halt in den Keller rein. Das muss ich sehen. Ich hätte aber ein bisschen mehr Spielraum, auch nach hinten weg, weil jetzt rolle ich nach hinten und stoße an den Schrank. Ich habe den Drucker hier nicht wirklich gut installiert, das muss ich sehen. Und dann werden wir oben die Arbeitsinseln ein bisschen verschieben, die Tischsituation verändern. Was wir aber noch nicht in Angriff nehmen werden, ist die 4 Meter Küchenzeile. Die soll ja sukzessive oder in Teilen auch dann hier runter und Lagerfläche bieten. Und oben sollen dann ja Regale für Wolle rein. Denn wir haben gesagt, wir können das auch erstmal so ein bisschen umgestalten, dass wir da auch so das als Regale nutzen können, da Wolle unterbringen können, weil ich werde nicht ähm, mit Status äh, 1. Dezember oder so den Laden neu eröffnen und komplett mit, mit Wolle ausgestattet haben, weil ich mir noch nicht schlüssig bin, was ich reinnehme an Marken. Und da muss ich halt, das muss ich durchkalkulieren und eruieren. Ich werde langsam starten, gucken, wie das anläuft. Ich werde auch mit Kursen dann langsam starten, gucken, wie das läuft und dann auch ein bisschen den Online-Shop ausbauen. Und dann ist im März nämlich die HH &H in Köln, das ist die Fachmesse für Handarbeitswaren und sowas. Und da werde ich hinfahren, das ist ganz fest in meinem Plan. Ich werde dann von da aus gleich weiterfahren nach Straßburg zur Onstage, irgendwo auf der Strecke meinen Mann an, einsammeln weil der nicht mit zur H und H kommt. Aber H und H ist halt so Fachmesse und da möchte ich dann vielleicht den ein oder anderen Kontakt noch schließen, den ein oder anderen Vertrag vielleicht auch eingehen und einfach mal gucken, neue Trends auffassen. Und dann sehe ich bis dahin auch, wenn ich jetzt nämlich überall Regale hinstelle, dann sage ich dann in einem halben Jahr, ach man, ich brauche noch mal eine Wandfläche, wo ich ein Lochregal oder sowas an die Wand bringen kann. Und da möchte ich einfach im Moment noch nicht alles so zuplanen und vollplanen, sondern gucken, was sich ergibt. Und für den Anfang komme ich mit meinen Kalaxen und dem, was ich habe, so wie es jetzt ist, ein bisschen modifiziert ganz gut hin. Wie gesagt, es geht dann erstmal darum, den Videoarbeitsplatz hier unterzubringen, das Büro vernünftig aufzustellen und dann den Laden so peu à peu umzubauen. Ähm, das Stanz, Stanzenregal verschwindet und da werde ich auch sicherlich mit meinem Neffen nochmal äh, Kontakt aufnehmen. Dass, äh, die sind da, äh, Der ist da auch wirklich ganz plitsch, dass man da, der hat auch gute Ideen ne? und dass man da so ein bisschen gucken kann, was kann man wie machen. Dann wird hier unten noch ein Videoarbeitsplatz für Frau Lü entstehen, damit ich das zu Hause rauskriege und nicht jedes Mal anfange neu aufzubauen. Also das, da haben wir wirklich noch viel, viel, viel zu tun. Und das ist, geht aber alles erst nach dem Urlaub los. Wir freuen uns wahnsinnig auf den Urlaub. Wir haben den auch bitter nötig. Aber bis dahin habe ich noch ein bisschen was zu wuppen. Ja, das war das so, der aktuelle Stand hier momentan. Ich habe immer gesagt, oh, hoffentlich ist bald Sonntag, hoffentlich ist. Kann man nicht schnippen und es ist Sonntag und alles ist vorbei. Ne? Und wie gesagt, mir ist so eine große Last vom Herzen genommen worden. Und dann nochmal ganz, ich kann das nicht häufig genug sagen. Großes Dankeschön. Eine Sache noch, ähm, wo habe ich es denn jetzt hingeräumt? Ich habe, das war so eine der letzten... Ideen, die ich hatte, als die Kisten alle schon standen, habe ich nochmal so in die Regale dahinter geguckt und sah, dass ich ja noch ganz viele selbst gebastelte Karten von meinen Videoprojekten, von den Online-Workshops, auch Karten, Sets und sowas hatte. Und die habe ich dann kurz entschlossen noch eingepackt. Deswegen war das auch nicht so angekündigt, weil das wirklich eine ganz kurze Idee war. Und dann habe ich gesagt, wir machen noch einen Tisch, da packen wir das alles drauf. Und wer sich was mitnehmen will, nimmt sich das mit. Da habe ich überhaupt keine Not. Und ähm, ich würde mich dann aber freuen, wenn dann eine kleine Spende gemacht wird und zwar zugunsten der Arche und das ist die Spendenbox und ich habe die vorhin schon gerade mal aufgemacht und gezählt ich hatte auch einen paypal code also einen qr code falls jemand kein kleingeld mit hat und mit äh, handy und qr code Paypal Spende machen will, da ist nichts eingegangen. Aber in der Box haben sich zusammengefunden 164,30 Euro. Ganz großes Herz an dieser Stelle. Das geht an die Arche EV bzw. ist schon gegangen. Die Spende habe ich schon ausgelöst. Ich nehme mir das Bargeld für mich aber und habe das quasi von meinem Geschäftskonto schon überwiesen an die Arche. Das habe ich eben ausgelöst, bevor ich das Video hier nochmal neu gestartet habe und äh, habe vielen lieben Dank für die Unterstützung. Das Schuljahr ist gerade losgegangen und ich weiß, dass Sie das ganz nötig haben, dass einige Eltern ihren Kindern keinen vernünftigen Schulstart ermöglichen konnten mit einem vernünftigen Rucksack oder Turnista mit Heften, Stiften, Federmäppchen, alles was so am Anfang gerade wichtig ist, was neu angeschafft werden muss. Und da sind die über jede Spende froh. Ich packe euch auch gerne nochmal den äh, Spendenlink in die Infobox. Also da könnt ihr dann direkt an die Arche spenden und Ihr wisst, das ist ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt. Das taucht hier immer wieder auf. Und ich glaube, man muss sich für ein Projekt einfach mal entscheiden und ähm, da das dann weiterhin unterstützen. Wie gesagt, die Spende ist ausgelöst. Vielen lieben Dank für jeden, der da einen kleinen Obelus hineingeworfen hat. Vielen lieben Dank. Das mache ich auch gerne wieder bei den nächsten Flohmärkten oder auch immer mal wieder einen Spendenaufruf, einfach um das ins, ins Gedächtnis zu bringen. Es geht ja auch auf Weihnachten zu. Dann können noch mal das ein oder andere Weihnachtsgeschenk vielleicht auch gekauft werden. Und selbst wenn es nur für ein warmes Mittagessen investiert wird, bei der Arche. Das ist so viel wert, dass die Kinder ein warmes, einmal am Tag ein warmes Essen haben. Ja, das war das zum Flohmarkt. Puh. Dann haben wir, ist ja gestartet, der Herbst-Winter-Katalog. Und. Der ist ja auch versandt. Ich habe hab tatsächlich relativ viel Rückläufer dieses Mal gehabt. Also wenn euch euer Katalog noch nicht erreicht hat, schreibt mir gerne eine E-Mail, dann schicke ich den nochmal raus. Ich habe jetzt nicht nachgehalten, von wem ich das zurückbekommen habe, weil ich mag es dann auch nicht einfach wieder rausschicken. Aber das ist immer zurückgekommen mit M Empfänger, ist unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln. Vielleicht ist jemand auch umgezogen. Das kann natürlich sein. Also wie gesagt, wenn ihr euer Katalogexemplar nicht bekommen habt, schreibt mich gerne nochmal an. Dann ähm, sende ich den natürlich raus. Ihr könnt ihn aber auch online bei mir äh, einsehen auf der Homepage unter Kataloge, oben einfach in den Mü Menüpunkt Kataloge. Da seht ihr auch die Scrapbooking-Broschüre. Die gibt es ja nur online zu, zu stöbern. Ihr könnt aber auch in den Online-Shop gucken unter neue Artikel. Da seht ihr auch diese neuen Scrapbooking-Artikel. Ähm, da gibt es ja kein Printmedium mit dazu. Die Scrapbooking-Artikel, ich selber habe sie noch gar nicht bestellt, doch. Ich lüge euch an, ich habe sie nämlich gerade bestellt, aber bisher hatte ich sie noch nicht bestellt, weil ich wirklich im Moment nicht, keine Ablenkung haben wollte und erstmal gucken wollte, was gibt es alles, mir einen Überblick verschaffen wollte. Es sind auch neue Kreativsets jetzt wieder verfügbar. Ich gucke mal quasi nebenbei. Es ist ein Kreativset Weihnachtsbaumschmuck. Das habe ich mir tatsächlich zweimal bestellt, weil ich mir einmal den Weihnachtsbaumschmuck basteln möchte, weil ich dieses Jahr tatsächlich vorhabe, mal meinen Tannenbaum wieder in, ins äh, Schaufenster zu stellen. Und vielleicht das ein oder andere Alternativprojekt könnte ich mir auch vorstellen damit, damit ich einfach ein bisschen was für euch zum Basteln habe. Ähm, ihr seht hier übrigens auch oben wieder meinen Hostcode. Das Programm mit den Online-Workshops habe ich eingestellt. Da habe ich euch nicht drüber informiert. Ich weiß. Der Punkt ist aber der, ich habe an den Klickzahlen gesehen, dass das gar nicht so viel angenommen wurde für die Arbeit, die es mir gemacht hat. Deswegen, ihr müsst den Hostcode nicht angeben, aber ich freue mich natürlich, wenn ihr ihn angebt, weil ich dadurch dann auch die Möglichkeit habe, ihr unterstützt quasi mein Geschäft damit, ähm, weil ich dadurch dann die Möglichkeit habe, euch das ein oder andere Pro Produkt auch mal zu zeigen, was ich mir nicht unbedingt kaufen würde, aber was ich dann schon mal schön finde, wenn ich es euch zeigen kann, dass ich es dann holen kann. Also ihr unterstützt da quasi mein Geschäft mit da, äh, dabei. Dann gibt es ein Kartenset. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz hier rumspringen in die Neuzugänge. Warte mal, das ist, das ist schon die Scrapbooking-Serie. Aber es waren doch auch, dann gibt es noch ein Kreativset Kartenorganizer. Da habt ihr eine schöne Box mit dabei, wo ihr Glückwunschkarten schon vorbasteln und einsortieren könnt. Ihr könnt dann mit dem Set auch Karten basteln. Da bekommt ihr alles, was ihr braucht. Schon mit vorgefertigten Stanzteilen, wenn es mal schnell gehen muss. Ne? Aber ansonsten könnt ihr da natürlich auch eure gebastelten Karten einsortieren. Dann habt ihr immer was, wenn ihr einen Geburtstag taufe oder sonst irgendwas braucht. Und dann das Spukhaus. Das wird hier jetzt gar nicht angezeigt, weil man da muss ich mal ganz kurz hier in. Ich bin hier im Inkognito-Modus, in, in die Online-Exklusiven gehen. Heißt das Spukhaus? Ja, das Spukhaus, das war so beliebt, dass das schon da innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Ähm, das ist derzeit nicht verfügbar. Es kommt wieder, aber wahrscheinlich erst ab November und dann ist natürlich Halloween vorbei aber es soll dann auf alle Fälle verfügbar sein bis zum nächsten Jahr Halloween. Aber wenn ihr es haben möchtet, holt es euch vielleicht im November oder Dezember und bastelt es dann nächstes Jahr, weil es ist ein schönes Deko-Element. Ich habe meins jetzt erstmal auf dem Flohmarkt mitgenommen und da verkauft, weil ich im Moment da nicht den Bedarf habe und dann habe ich einen Karton hier weniger liegen. Ne? Also ich kann es mir ja dann auch wiederholen, wenn ich es äh, nächstes Jahr zu Halloween nochmal vorstellen und bebasteln möchte. Dann wenn ihr auf den Online-Shop geht, seht ihr auch, wir sind jetzt quasi so in der Rubrik aktuelle Angebote. Wenn ihr, dann seht ihr gleich auf der Startseite oben in dem Slider, wo das Bild sich wechselt. Äh, da könnt ihr auch euch durchklicken, wenn das nicht gleich angezeigt wird. Am 5. Oktober ist Weltkartenbasteltag. Da gibt es ein gratis Event. Klickt da ruhig mal drauf, auf diesen Slider unter mehr erfahren, einfach mal draufklicken. Und dann seht ihr dann. Ähm, Ihr könnt euch bereits anmelden für den Weltkartenbasteltag. Das ist ein kostenloses Event. Das ist ein Video-Event, event, was am 5. Oktober von 14 bis 15 Uhr läuft. Und ab 8. Oktober könnt ihr auch die Aufzeichnung dieses Events, wenn ihr nicht, da nicht direkt Zeit habt abrufen und die Sachen nachbasteln. Und ihr könnt euch anmelden bis zum 4. Oktober um 14 Uhr. Wie gesagt, das ist ein kostenloses Event. Nehmt das ruhig mit. Für, am 5. Oktober ist Weltkartenbasteltag. Und ihr seht auf der Seite auch, das werde ich euch wahrscheinlich auch nochmal mit einstellen hier unten in die Infobox, schon mal einen vorgefertigten Warenkorb, was ihr an Hauptakteuren braucht. Es geht um Mix-and-Match. Also es werden Grußkärtchen und Umschläge in Grundweiß gebraucht, Stempelset, Sprüche mix, das ist bei dem Mix-and-Match mit dabei. Und Karten und Umschläge, Friedvoller Fluss, dann die Mix-and-Match-Zierelemente und sowas alles. Das steht, findet ihr alles da auf der Seite. Und zum Weltkartenbasteltag hat ein Teil meines Teams zusammen mit mir eine Aktion gestartet. Wenn ihr einen Katalog von mir bekommen habt, habt ihr das schon in dem Flyer, der dabei lag, gesehen dass wir eine Aktion haben, und zwar zum Weltkartenbasteltag. Jeder Kunde, der bei uns, also bei einem von uns, eine Bestellung aufgibt, bekommt ein PDF, in dem von jedem von uns mindestens eine Kartenanleitung enthalten ist, und zwar für besondere Karten mit neuen Produkten. Ich muss meine noch basteln, ich hänge da echt hinterher. Ich, muss, ich bin, muss mich mal in der Gruppe wieder updaten. Das ist, wie gesagt, alles liegen geblieben, auch meine. Ähm, Stricktestergruppe muss ich mal wieder da muss ich mich mal melden. Die stricken alle fleißig vor sich hin, aber ich habe gleich von Anfang an gesagt, ich habe im Moment echt Stress und äh, werde es nicht so intensiv betreuen können, aber da möchte ich jetzt natürlich mich auch noch mal melden. Und da könnt ihr, das habe ich euch jetzt als Grafik auch noch mal mit eingeblendet, wie gesagt, wenn ihr eine Bestellung bei einer von uns aufgibt, dann bekommt ihr dieses PDF Ihr könnt natürlich gerne bei jedem von uns eine Bestellung platzieren, dann ist es gerecht verteilt, aber es ist so, es ist immer das gleiche PDF, weil jeder von uns eine Anleitung zu diesem PDF dazufügt und das, das bekommt ihr dann. Ähm, am Weltkartenbasteltag von der Demonstratorin, bei der ihr eine Bestellung aufgegeben habt, bekommt ihr dann eine E-Mail mit diesem PDF. Das könnt ihr euch downloaden und dann kann es losgehen mit Basteln und dann habt ihr die Kartenideen mit dabei. Das finde ich ist eine nette Idee. Wir testen das das erste Mal in dieser kleinen Gruppe bei uns im Team und wenn das gut angenommen wird und wir entsprechendes Feedback bekommen, dann gucken wir mal, ob und wie wir das auch weitermachen. Gerne mal so zur Aktion, weil jeden Monat werden wir das wahrscheinlich nicht durchgesetzt kriegen. Aber. Das ist so ein bisschen noch mal ein bisschen Mehrwert. Und äh, ja, das ist eine Aktion aus meinem Team heraus. So, das haben wir. Dann haben wir die Scrapbooking-Sachen. Da könnt ihr auch gerne noch mal gucken in dem Online-Shop bei diesen Scrapbooking-Sachen. Da gibt es oben auf der Startseite, wenn ihr in der Mitte ähm, auf das oben im Menü auf das Stampin' Up-Logo klickt, dann kommt ihr immer wieder zurück auf die Startseite. Und da habt ihr dann auch die Scrapbooking-Serie. Und äh, wir haben, ich musste mich da auch erstmal so ein bisschen reinarbeiten. Also es gibt Papierpakete mit 12 mal 12 Papieren, da sind Farben äh, schon vorgegeben, also es sind Farbmischungen. Und ihr habt immer auf der Vorderseite die dunklere Farbe dieser jeweiligen Farbe und auf der Rückseite die hellere. Und die sind nicht durchgefärbt, sondern wenn ihr die reißt, habt ihr einen weißen Kern. Das ist für Squarebooking echt süß. Und äh, oder echt schön, und es kann ich habe es noch selber noch nicht in der Hand gehabt. Es kann sein, dass es sich ein bisschen anders anfasst als unser Farbkarton. Dann gibt es so Designer -Papier Mixe und ähm, auch dann noch mal Sets mit. Stickerbögen oder so so äh, ja Aufkleberbögen, das macht das Scrappen leichter. Es gibt Stempelsets, die dazu passen. Die sind aber alle in Englisch. Die werden auch noch eine Weile nur in Englisch verfügbar sein, weil das eine Produktreihe ist, die relativ schnell bei uns ins Sortiment integriert wurde. Und da das mit dem Übersetzen und sowas. Es kommt ein Release, also neue Produkte glaube ich im Januar. Das wird aber dann auch noch mit englischen Stempelsets sein. Aber es sollen auch deutschsprachige Stempelsets im Laufe der Zeit kommen, je nachdem wie es angenommen wird auch. Und dann habt ihr auch ganze Workshop-Kits. Also ihr habt ein, ähm, wenn ich mich recht erinnere, ein herbstliches, ein winterlich, weihnachtliches und auch eins für Halloween. Nagelt mich jetzt nicht ganz fest. Das seht ihr dann, das sind Workshop-Sets. Und zwar habt ihr da bis auf das Stempelset alles mit drinne, inklusive Anleitungen für drei Layouts, doppelseitige Layouts, glaube ich. Mit Platzhalter äh, für Fotos. Und da könnt ihr wirklich, wenn ihr mit dem Scrapbooking, Scrapbooking gerade erst beginnt, sind diese Sets super, weil ihr habt eine Anleitung, wie ihr dieses Layout aufbaut. Ihr habt alles, was ihr für das Layout braucht. Und ihr habt dann natürlich auch den Erfolg und dann... Die Übung macht den Meister ne? und dann kann man nachher so langsam aufbauen. Aber wenn man mit Scrapbooking noch nie was am Hut hatte und das man einfach mal probieren will, dann sind diese äh, Workshop Sets wahrscheinlich auch eine tolle Idee, weil ihr wirklich alles habt und ihr habt sogar schon Ideen für die Layouts. Ansonsten schaut immer mal wieder auf meinem Kanal vorbei. Ich äh, scrappe gerne mal so zwischendurch. Ich mache das wirklich gerne und Ihr werdet dann auch mit der Zeit merken, es ist nicht wirklich schwer. Es gehört so ein bisschen, so ein paar Grundregeln mit dazu. Die erkläre ich euch dann aber auch immer in den Videos. Es gibt auch schon äh, Squarebooking-Videos äh, zu Haufen auf meinem Kanal. Klickt euch da gerne mal durch. Es gibt eine Playlist mit Layouts und Squarebooking und da könnt ihr euch Ideen holen, so viel wie ihr wollt. Ich werde wahrscheinlich auch so eine Art, ich habe erst ja Kartensketche bei mir auf dem... Auf der Homepage und ich werde wahrscheinlich auch Square Booking Sketche euch peu à peu auf meiner Homepage äh, zur Verfügung stellen. Kommt Zeit, <laughs> kommt Input. Okay, das ist das, was aktuell an Aktionen läuft. Und dann ach, eine Aktion haben wir noch. Hier ist jetzt nämlich gerade, da hätte ich mich jetzt dann, äh, in, wenn das vorhergehende Video funktioniert hätte, hätte ich dann nochmal einen Klick gemacht. Morgen ist Versandkostenfreier Tag für Bestellung ab 75 Euro. Also morgen heißt 18. September 24 Stunden lang gratis Versand. Ich werde auch nochmal Postings außerhalb dieses Videos machen auf Instagram und YouTube. Ich komme heute wieder zu nichts anderem, aber es ist halt so. Das ist so, aber dann habt ihr schon mal die Information. Ihr wisst, wie gesagt, jetzt auch, dass ich das alles in Ordnung ist bei mir, nur der, der der, die Büchsvolle Arbeit. Und ähm, ach so, was ich euch noch zu dem Scrapbooking sagen wollte, ähm, es gibt auch ein neues Weiß in 12x12, das nennt sich Weidenweiß. Ich habe wie gesagt die Bestellung aufgegeben. Wenn ich die habe, werde ich euch das auch mal zeigen. Äh, Stempelsets habe ich euch gesagt. Dann sind wir mit dem Scrapbooking durch. Was hatten wir noch? Eigentlich gar nichts weiter. Also der Gratis versand jetzt morgen noch und äh, die Farbkombination des Monats werde ich auf meiner Homepage auch aktualisieren. Die werde ich im Laufe der Tage, den nächsten Tage auch nochmal aktualisieren. Ja, ansonsten ist an dieser Woche schon wieder nicht mehr viel dran. Am Donnerstag habe ich Sport, am Donnerstag habe ich Friseur, da werde ich also hier im Büro zu kaum was kommen. Meine, mein Teststrick läuft. Da könnt ihr gerne mal Frau Lü vorbeikommen. Da ist es ja im Moment auch sehr ruhig. Da werde ich aber auch die Woche nicht dazu kommen, einen Strickpodcast aufzunehmen, weil das auch wahnsinnig aufwendig ist und ich das erstmal zusammensuchen muss, was ich die letzte Zeit hier so gestrickt habe. Das muss halt auch warten. Ich muss jetzt sehen, dass ich peu à peu die letzten drei Wochen nacharbeite. Ist ja nicht so, dass hier nichts angefallen ist an Arbeit. Ja, jetzt quatsche ich tatsächlich schon fast so lang wie vorhin. Das heißt, ich dürfte auch alles erzählt haben, was ich vorhin erzählt habe. Was ich nicht erzählt habe, war wahrscheinlich nicht so wichtig. Vielleicht schalte ich auch noch mal mich irgendwie aus dem Schnitt dazu. Ich hoffe, dass das jetzt mit meiner Tonaufnahme geklappt hat. Ansonsten merke ich, dass ich viel gesammelt habe. Und. Ja, alles andere kommt im Laufe der Zeit. Ich hoffe, dass ich äh, zumindest das Sonntagsvideo ab dieser Woche dann auch wieder bedient kriege. Das soll wieder anlaufen. Wenn ich es schaffe, kommt auch immer mal ein zweites. Aber ein Video soll eigentlich gesetzt sein, das Sonntagsvideo, dass ihr zumindest einmal in der Woche von mir einen kreativen Input kriegt. Aber wie gesagt, ich habe viele Projekte. Es ist nicht so, dass jetzt die Arbeit vorbei ist, sondern jetzt geht sie eigentlich erst los. Und ja, ich denke mal. Ich denke mal. Das war's. Und wenn nicht, schalte ich mich noch mal rein. Also ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ihr seid jetzt erstmal wieder geupdatet. Ganz großes Dankeschön an meine Flohmarktbesucher. Noch mal. es oh, ist ihr merkt das vielleicht auch an mir, dass ich viel viel erleichterter bin, nicht mehr so verkrampft und wenn man eine Glaskugel hätte, ne, dann wäre ich auch viel entspannter daran gegangen. Aber die Glaskugel ist leider in der Reparatur. Man weiß immer nicht, was so auf einen zukommt. Also, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und kreativ. Und bis bald wieder hier auf dem Kanal. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss.